Wenn man die PQ-Formel auswendig kennt, kann man mit ihrer Hilfe quadratische Gleichungen lösen. Man kann die Lösungen direkt angeben, aber vielleicht fragt ihr euch, wo kommt eigentlich diese komische PQ-Formel her? Und das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Ja, schauen wir uns mal eine quadratische Gleichung an, die schon in der Standardform dasteht. Also das x² ist alleine. Dann kommt zum Beispiel minus 3x und dann noch irgendeine Zahl ist gleich 0. Das ist die quadratische Gleichung in der Standardform. Wir haben also sowas wie ein x zum Quadrat ohne weiteren Faktor. Dann kommt ein Term, bei dem das x einen Faktor hat, plus p mal x. Und dann kommt einfach eine Zahl gleich 0. Ja, so. Hier, also es kann alles Mögliche da stehen. Ja? Wir wollen ja praktisch Lösungen angeben für alle möglichen quadratischen Gleichungen. Ja? Und alle, wenn sie in der Standardform sind, haben irgendwie diese Form. x² plus irgendwas mal x plus irgendwas. Und dieses eine irgendwas ist das p und das andere irgendwas ist das q. Inklusive Vorzeichen. Wenn ich das weiß, dann kann ich die beiden Lösungen gleich angeben, die diese Formel, die diese quadratische Gleichung hat. Und zwar ist die Lösung minus p halbe plus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q und das entsprechende mit der negativen Wurzel, also minus p halbe minus die Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q. Oh, jetzt hat mir der Computer hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Naja, gut. Könnt ihr euch denken. Okay. So, wo kommt das her? Ihr ahnt es vielleicht schon. Wenn ich die PQ-Formel nicht habe, dann müsste ich eigentlich die quadratische Ergänzung machen. Wenn ich die quadratische Ergänzung mit Variablen mache, also mit dem Parameter p und dem Parameter q, ganz allgemein, dann komme ich auf die PQ-Formel. Probieren wir das mal aus. Also, quadratische Ergänzung, erster Schritt. Ich brauche eine 2 plus 2 mal a mal b steht hier ja. Und hier steht 2 mal p. Naja, es soll am Ende p stehen, also ich nehme p halbe mal x, nichts passiert, plus q gleich 0. So, jetzt weiß ich aber, was meine quadratische Ergänzung sein muss, nämlich p halbe. Ich schreibe x² plus 2 mal p halbe mal x plus p halbe in Klammern zum Quadrat. Das ist der Term, den ich durch Anwendung der binomischen Formel rückwärts in einen Klammerterm mit Quadrat außen umwandeln kann. So, jetzt habe ich aber plus p halbe zum Quadrat als quadratische Ergänzung hinzugefügt. Ziehe ich gleich wieder ab, damit meine Gleichung richtig bleibt. Und das plus q, das bleibt einfach stehen. So, ich fasse zusammen. Das hier wird x plus p halbe in Klammern zum Quadrat. Und hier habe ich minus p halbe zum Quadrat plus q gleich 0. Das hier sind einfach nur Zahlen. Das bringe ich mit Äquivalenzumformung auf die andere Seite. Ich rechne also plus p halbe zum Quadrat. Dann habe ich x plus p halbe zum Quadrat plus q ist gleich p halbe zum Quadrat minus q. X plus p halbe zum Quadrat ist also p halbe zum
Quadrat minus q. Okay, jetzt kommt die Wurzel. Ich ziehe die Wurzel auf beiden Seiten. Bei der Klammer wird durch die Wurzel das Quadrat entfernt und es bleibt x plus p halbe stehen. Und auf der Seite bleibt die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Aber es gibt noch die zweite Option. Also x plus p halbe gleich minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Okay, so jetzt bin ich fast fertig. Also x1, erste Möglichkeit ist minus p halbe plus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Und die zweite Option ist x2 minus p halbe minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Okay, so und das sind genau die beiden Lösungen, die ich ja als PQ-Formel auswendig gelernt habe. Ja. Man hat also für die PQ-Formel nichts gemacht als die quadratische Ergänzung mit Variablen ausgerechnet. Oh. Okay, jetzt bin ich ein bisschen zu weit gescrollt. So, hier bin ich. Das ist die Herleitung. Was gibt es dazu noch zu sagen? Also, ihr wisst ja, man darf Wurzeln nur aus der 0 oder positiven Zahlen ziehen, auf keinen Fall aus negativen Zahlen. Es könnte aber sein, wenn q größer ist als p halbe zum Quadrat, dass dieser Term unter der Wurzel negativ wird. In diesem Fall kann man die Wurzel nicht ziehen und es gibt keine Lösung. Ja, das kommt ja vor bei quadratischen Gleichungen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt an den Graph einer quadratischen Funktion denkt, die könnte zum Beispiel nach oben geöffnet sein und so weit im positiven Bereich, dass der Scheitelpunkt oberhalb der x-Achse liegt, dann hat sie überhaupt keine Nullstellen. Es könnte aber auch sein, dass p halbe zum Quadrat gerade gleich q ist, dann würde unter der Wurzel eine 0 stehen und die Wurzel aus 0 ist 0, dann gibt es tatsächlich nur eine Lösung, nämlich minus p halbe. Ja, das wäre dann der Fall, wenn der Scheitelpunkt der quadratischen Funktion gerade auf der x-Achse liegt. Gut, also ich schaue mal, ob mein Stift noch so viel Saft hat, um hier nochmal die quadratische Ergänzung zu markieren. Aber im Prinzip sind wir fertig. Ne? Also, quadratische Gleichung in der Standardform. Ich habe eine 2 erzeugt, indem ich das p durch 2 geteilt habe. Darin habe ich aber jetzt die quadratische Ergänzung erkannt und gleich wieder zurückgebaut. Und dadurch konnte ich jetzt also diesen ganzen ersten Term, also all das hier, umformen in einen Klammerterm mit Quadrat außen. Ja, ab dann nur noch Umformung und Äquivalenzumformung.